Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde VGO Case Opening. Wieder unterwegs auf VGO Unbox und Joshua ist auch wieder dabei. Hallo, ihr wisst ja, ne, Glücksspiel ist erst ab 18 und wenn ihr das früher macht, dann... Kommt Joshuas Vater aus dem Knast, ich hab's euch schon mal gesagt. Und ihr wisst, was damals passiert ja. Ist. Oder Felix lässt seine Mutter aus dem Keller. Es gibt Alter, eine neue Kiste. 100, da hat jemand eine 101. Ja, eine Stella. Das gönne ich ihm auf jeden Fall. Also es gibt eine neue Kiste und zwar die Weapon Case 3. Wir gehen da mal ganz kurz zu Ryan. Und schauen mal. Und ja, zwar gibt es eine überteuerte M4. Und das habe ich zu Joshua schon gesagt. Ich finde, momentan ist das nicht der richtige Weg, den die gehen. Ja, ist halt. Ich finde, es gibt ne? viel. Es gibt. Die Waffen sind viel zu teuer. Also, ich meine, die Knives ist okay. Das ist okay. Das gab es ja bei CS auch. Aber ich finde, $20.000 für eine Waffe finde ich schon zu krass. Nee, finde ich voll okay. Also, insgesamt auch $1.000 für einen. Für einen Knife, für einen Pixel. Ja, das gab's bei CS ja auch. Finde ich auch voll in Ordnung. Das ist ja, ne, also, das war ja, also, ich finde halt einfach, der Gap ist so krass, ne, du bist hier unten, bist du noch bei 100 Euro, jetzt mache ich einmal so, da bist du bei 1 Euro, 7 Euro, das, ja, also die 40. Gap's so. Das ist richtig, ich fände es irgendwie cooler, man hätte so von, also, man hätte mal eine Kiste, die ein bisschen ausgewogen wäre, so von 0 bis, also von 3 Cent halt bis 100 Euro oder so und hat dafür auch die Möglichkeit mal was zu ziehen, wo du denkst, boah, geil. Natürlich ist es nicht der Sinn und Zweck davon, weil die Leute wollen ja, weißt du, du öffnest hier die Kiste, ich geh nochmal hier hoch, öffnest hier die Kiste, siehst, boah, geil, 20.000 Euro, die öffne ich jetzt ein paar Mal. Genauso war das bei uns auch. Ich habe nämlich wieder 30 Euro aufgeladen, also beziehungsweise, ich habe ja Geld von OP-Skins bekommen, was ich jetzt dafür verwende. Funny. Genau. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich nochmal ganz kurz. Wir gehen hier auf OP-Skins, so nicht, sondern so. Dann haben wir hier die Keys, gehen auf Buy Now. This item is no longer available. Ja, ja, dann mach ich den PC aus und geht schlafen. Genau. Your new item is now stored in Wax Express Trade Inventory. Doof, weil ich hätte hier. Warte, dann kaufen wir noch einen. Und noch 10. Das Item ist so lange away. Hast du den schon gekauft? Jetzt habe ich 2 gekauft und jetzt kann ich 10 kaufen. Ja, achso. Das heißt, es gibt heute wieder 12 Kisten auf meinen Nacken. Okay, das Lachen schneide ich rein, Alter. Das war wie so ein. Was hast du jetzt davon? So, wir sind zurück auf VGO Unbox. Ja. Und es geht jetzt an die dritte Kiste. Wir haben 12 Keys. Und ich habe gehört, dass die eine neue Animation haben zum Öffnen. Das ist geil. Wir open. Aber wir müssen noch sagen, höchstes Item sage ich dieses Mal $8? $8! Oder $7, es gibt ja nichts. $8 wäre ziemlich sick. Ich sag $7. Okay, hier gibt's 8 oder 7? Welche davon? Ja, die P90, die Cyber. Okay. Ich sage, wir gönnen uns heute maximalst hier für 2,77 €. Und wir unboxen ein Case, weil ich glaube, sonst ist es viel zu schnell. Wir unboxen ein Case und ich möchte da ein bisschen Spannung haben. Ah, Open Offer. Ja, du willst jetzt 10-mal machen? Ja, wir machen das jetzt 10-mal. Accept. Recht oben. Oh. Ja, wenn wir es so nicht machen, dann dauert es einfach ewig. Ja, dann mach halt 5. Nein, das ist dann nach 5 Sekunden vorbei. Ja und, dann machen wir 2 mal 5 und reden drüber. 4, 2, 7, super, ist gerade weggegangen. 9, 8, 7, 9, 1, 5. Continue. Okay, jetzt wird ein Skin unlocked. Und ich kann diese Kiste. Ah, ich kann 10 unlocken und dann immer einzeln. Okay. Boah. Dann machen wir das gleich anders. Ich unlocke das erste. Die erste. Unlock. Boah. Geil. Oh, 1,19. Wow. Da sind wir schon fast bei meinen 2 Euro dran, die ich vorgeschlagen habe. Okay. So, jetzt. Ja, unlocken jetzt wir nochmal die anderen alle. Also. Genau. Also, was ich sagen muss, es ging ultra schnell, diesen einen Skin zu unlocken. Im Vergleich zu früher.
Bestimmt, ganz am Anfang hast du Ewigkeiten gewartet, um überhaupt ein Skin zu unlocken. Jetzt sehen wir mal, wie lang es bei den 11. Ja. Ein. So, dann unlocken wir einen. Gib mir something nice. Wow, wieder die gleiche. Ja, okay. Wir gönnen uns noch eins mehr. Und das jetzt noch 10 Mal. Warum ist es denn jetzt? Guck mal, wir sind vorhin bei so, also vorhin hat es sofort angehalten. Gerade eben dachte ich, boah, da sind so viele geile Skins und dann geht es 3 Minuten lang. Ist es halt. Ah, so eine Kotze, ey. Ja, das war natürlich klar, dass jetzt da nochmal hingehen und wieder 5 Cent. Das finde ich halt nicht so geil, weil man zieht so oft so richtig krasse Scheiße, aber selten was Geiles. Dann hätte ich lieber, man zieht öfters mal was Geiles, aber es ist nicht so geil. Nice. Immerhin bei 1,14. Wir haben 10 Euro jetzt quasi schon noch verspielt. Ja, und haben 2,33 Euro. 33. Alter! Ah. So close waren wir am Red Skin noch nicht. Kriegen wir das jetzt auch? Ja. Ja, die ist sogar, die ist sogar was wert, ne? Weil die ist well worn. Ja, die ist vielleicht 1 Euro wert, aber ich kann es ja nicht machen. Ich traue mich jetzt schon fast nicht zu aktualisieren, aber wir nehmen ja auf. Nee, nee, nicht aktualisieren. Mach einfach Unlock am More Case. Ja, toll, Josh. Ja. Ah. Ja? Haben wir die jetzt? Haben wir nicht. Wir haben daran nichts verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Ja, das war alles okay. Der hat einfach hier gleich Animation zweimal gezeigt. Okay. Geil, es wird immer besser. Oh, wenn wir die jetzt noch in Battlescard bekommen, Alter, dann mach ich auf der Seite nie wieder was auf. Hm. 8 Euro! Yes! Wow. Nice! Nice, Mann! Geil. Das ist immerhin etwas, ja? Ich meine, ich habe selber davon, habe ich nicht viel bezahlt. 10 Euro, ja? Die haben wir jetzt fast wieder was? Raus. Ja, die haben wir schon wieder draußen. Da, aber die wäre ja noch sicker gewesen. Egal, komm, wir machen noch einen auf. Und 1,72. Ja, ist okay. Drei Stück noch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Komm, gib mir was Geiles. Komm bitte. That's nice. Nee, oh, ich dachte, nein. Wir kriegen die. Ich auch. Die wäre Factory nur gewesen, ne? Alter Vater. Warum steht da ein Plus? Ja, schau auf Plus zu drücken. Achso, ups. Ich muss kurz muten. Die war Factory New, Alter. Alter, das ist echt nett. Alter, die wäre richtig was wert gewesen. Schade eigentlich. Scheiße. Die Animation ist. Ja, und jetzt geht es so schnell! Das ist so ein scheiß Pink Okay, Game. Das ist schon die letzte Case. Es ging jetzt echt Case. Schnell. Die Animation ist extrem viel schneller. Also, wir haben nicht die Möglichkeit, extrem abfuckend auszuwählen. Es ist wirklich extrem abfuckend. Ich habe zwischendurch einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, wir kriegen was richtig Geiles. Wir haben 8 Euro Waffen gezogen. Das ist schon mal auf jeden Fall geil. Komm, so ein Pink-Skin. Okay. Komm, ich weiß gar nicht, früher musste man ja Gaben anbeten. Wen muss man denn jetzt anbeten? Stimmt. Ich weiß es nicht. Ah, ich bin ein bisschen... Ah. Junge. Das wird nichts Gutes. Nee, das wird gar nichts. Du bist dein fucking Ernst. Das hat mich jetzt ein bisschen gekränkt. Wir gehen Alter, insgesamt. Wir rutschen von der AK. 14,72. Gehofft plus auf eine fucking MP7. Oh. Wir geben ungefähr 16 Euro raus. Damit ist mein Einsatz draußen. Damit bin ich auch zufrieden. Aber die Kiste ist krass. Also, das ist High Risk, High Reward. Also, das ist noch krasser Alter, als bei der. Wir rutschen an der fucking AK vorbei und dann an der MP7. Ja, übel Abfahrt. Komm, wir gucken nochmal, was die wert war. Also die, warte, das war eine, Also die Diamonds? Haben wir vorhin gesehen. Okay, die ist gar nicht so viel wert. Okay, 16, ja, Alter, aber immer noch. Die wäre 19 Euro wert gewesen. Was war mit... Die M4A1 Silence, Factory New. Ach nee, Factory New sogar. Factory New, ja. 30 haben, Euro. 30 genau. Euro, 54. Die Dann AK, hatten wir die AK. AK brauchen wir nicht sagen, was die kostet. Das ist schon ärgerlich. Alter. Naja, vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Ja, und wie viel ist die MP7 wert? Das war da, auch da gerade. Well Worn hatten wir die. Die ist unten. Ja, geil, Alter. Well Worn, wo ist sie? Oder wir hatten Well Worn, ja.
da. Die ist dann weiter unten. Hier. 11,29 €. Naja. Ja. So ist es Leben. Vielleicht haben wir das nächste Mal mehr Glück. Ja. Wir wollen auf jeden Fall bleiben. Wir haben jetzt sogar bleiben. Plus gemacht sogar, oder? Naja, was heißt Plus gemacht? Ja, theoretisch hat es ja 30 € gekostet. Ja, aber wir haben ja... Achso, stimmt. Wie viel haben wir jetzt insgesamt investiert, oder du? 40. Also insgesamt sind wir auf jeden Fall im Minus. Ja, gell? Okay. Stimmt. Wir haben jetzt aber ungefähr... generell, ich rechne einfach alles zusammen. Nein, ich rechne alles zusammen. Auch was gesponsert wurde. Einfach nur, um zu gucken, ab wann wir im Plus sind. Gut. Ja, gut. Also, die Jagd nach dem Profit ist eröffnet. Genau. Haut rein, also, bis zum nächsten Mal. Yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes. Say less. Say less. You ain't got, you ain't got, you ain't got. Say less. Yeah.